Herzlich willkommen zu meinem Vortrag, sichere Kontaktdatenverteilung mit Smart RNS. Vorab noch kurz, es kann sein, dass die Folien, die sind mit DeckJS gemacht, nicht 100% zu sehen sind und deshalb mal kurz zur Webseite. Wer jetzt ein Notebook oder irgendwas mit hat, was internetfähig ist, smartrns.net, und da gibt es unten die Presentation Slides nochmal auf der Stelle. Die sind halt einfach direkt im Webbrowser anzuzeigen. So. Jetzt zur Präsentation. Und zwar zur Vorgeschichte. Ich habe halt immer mal so Angebote bekommen, ja, kannst doch mal einen neuen Handyvertrag machen, weil das ist billiger. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, das ist eigentlich doof, wenn man jetzt einen neuen Handyvertrag hat und dann eine neue Nummer bekommt. Glücklicherweise gibt es ja eine Rufnummernmitnahme, sodass ich nicht allen Leuten, die ich kenne, die neue Nummer mitteilen muss, sondern die alte behalten kann. Dann habe ich weiter überlegt, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt ins Ausland ziehe, da darf ich die Ländervorwahl nicht mitnehmen von der Handynummer. Bei Festnetz funktioniert das auch nicht unbedingt hundertprozentig mit der Rufnummernmitnahme. Ist auch nicht zulässig, zum Beispiel eine Mobilnummer auf Festnetz mitzunehmen oder ähnliches. Da habe ich mir überlegt, ja, es gibt ja im Internet schon seit Ewigkeiten das Domain-Name-System, wo ich einfach eine IP-Adresse besitze, die sich jederzeit ändern kann von einem Server, von irgendeiner Webressource. Und ich kann einen Domain-Namen definieren, wo ich diese IP-Adresse hinterlege. Der Domain-Name bleibt immer gleich. Ich kann Web-Content umziehen, kann alles Mögliche machen, kann das aufteilen auf verschiedene Server, auf verschiedene IP-Adressen erreichbar sein. Das wäre ja eigentlich schön, wenn es das nicht nur für IP-Adressen gäbe, sondern auch für Telefonnummern. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich gefunden, im Jahr 1990 gab es ein RFC. Da gab es den Eintrag ISDN, damit war dann eine normale Telefonnummer gemeint. Habe ich gedacht, ja, könnte man ja eigentlich mal umsetzen, und habe es mal ein paar Bekannten erzählt, und die meinten, ja, würde ich gar nicht machen, weil da ist ja die Telefonnummer öffentlich irgendwo im Internet, das sind persönliche Daten, das muss irgendwie verschlüsselt sein, sonst mache ich das nicht. Habe ich mir weiter überlegt, irgendwie müssen wir das jetzt noch verschlüsseln, so dass es nur die Leute, die den Domainnamen kennen, auch dekodieren können, alle anderen nicht. Auch der Serverbetreiber soll es nicht dekodieren können. Und habe mir ein Projekt ausgedacht, Smart RNS, steht so für Smartphone Resource Name System oder Resource Name Service. Und habe halt gedacht, ja, muss auch noch ein bisschen mehr mit reinbringen, damit das für viele praktische Anwendungszwecke nutzbar ist. Einerseits ist der Gedanke, die Rufnummer oder andere Einträge sind halt immer aktuell. Also jemand kennt meinen Domainnamen oder ich nenne es jetzt mal die Smart RNS-Adresse. Wenn ich dann eine andere SIM-Karte in mein Handy einlege, soll derjenige gleich die neue Handynummer erreichen können damit. Genauso beim Festnetztelefon, wenn ich am Arbeitsplatz bin, ist halt diese Dienstnummer aktiv. Zu Hause ist dann die Privat-Festnetznummer aktiv. Und da habe ich mir noch weiter überlegt, ja, das ist ja eigentlich doof, wenn man jetzt nochmal eine neue Adresse mit hat, und da kennt man schon E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter. Da wäre es ja eigentlich schöner, wenn das System mir erlaubt, einfach mal weniger Daten mir merken zu müssen oder aufschreiben zu müssen. Und da geht es halt darum, wir haben ja eine Smart RNS-Adresse, und wenn wir da sowieso schon eine Telefonnummer hinterlegen können, können wir auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen oder eine V-Card, das ist diese Visitenkarte. Andererseits kann man sich noch viele Dinge ausdenken, wie zum Beispiel mehrere dieser Smart RNS-Adressen verwenden. Ich kann dann sagen, ja, enge Freunde bekommen die eine, nicht ganz so enge Freunde oder mehr so die Öffentlichkeit bekommt eine andere.
Bei beiden trage ich die gleiche Telefonnummer ein. Und wenn ich feststelle, dass ich irgendwelche Stalker habe, die jetzt die öffentliche, also die mich immer wieder anrufen, aber nur diese öffentliche Smart-RNS-Adresse kennen, dann hole ich mir halt einfach mal eine neue Handynummer. Die kann man auch ohne Vertragswechsel einfach wechseln. Es besteht ein Anspruch drauf. Dann ändere ich die für meine Freunde auf dieser Adresse und für die öffentliche ändere ich die nicht oder ich mache halt eine andere Spaß-Telefonnummer rein und damit bin ich erstmal alles stalkerlos und meine Freunde können mich immer noch erreichen und merken das erstmal gar nicht mit diesem Nummerwechsel. Dann habe ich mir noch überlegt, ja, der Zugriff muss auf jeden Fall irgendwie automatisiert erfolgen, also der Update. Also ich stecke eine neue SIM-Karte rein, wechsle meine Nummer und das Handy fragt mich einfach, möchten Sie die neue Nummer eintragen? Genauso kann ich das auch für Add-ons, für Thunderbird oder für andere Kommunikationsprogramme vorstellen. Zur Verschlüsselung, da habe ich mir Folgendes ausgedacht, diese Smart-RNS-Adresse, also wie wir hier ein Beispiel sehen, wird nicht so in einem Server gespeichert, sondern es wird am Ende ein Hashwert gespeichert. Der Server kann also nicht zurückschließen auf diese eigentliche Adresse. Das kann nur der Zugreifende, wenn er die Klartextadresse kennt. Man kann natürlich probieren, man kann aber auch dem entgegenwirken, indem man noch ein Passwort oder irgendwas Sicheres anhängt. Und das muss man ja nicht per Hand eingeben, das kann ja diese Zugriffssoftware automatisch machen. Und die Einträge, also diese Telefonnummern und ähnliche Dinge, werden verschlüsselt, zum Beispiel mit AES. Und als Passwort wird wiederum diese Klartextadresse verwendet. Und damit wird zumindest sichergestellt, dass der Betreiber des Systems das Ganze nicht kennt, sondern eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erfolgt. Also derjenige, der die Daten einträgt, ist der eine Kommunikationspartner, der da abruft, ist der andere. Als Erweiterung habe ich mir noch vorgestellt, wir könnten noch eine Reverse-Auflösung anbieten. Und zwar so, wenn ich finde das ja auch ein bisschen kompliziert. Also wenn ich mal ehrlich bin, das System würde irgendwie eingeführt werden und ich würde das jetzt neu erstmal mitbekommen, dass es das gibt, würde ich das vielleicht toll finden. Aber dann würde ich sagen, ja, ist mir doch ein bisschen zu kompliziert alles, keine Lust dazu. Aber wenn ich mir zum Beispiel diese Smart-RNS-Adresse gar nicht erfragen muss von meinen Freunden, sondern einfach die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, die ich von denen schon habe, nehmen kann und das System ruft einfach im Hintergrund aus dieser bekannten Nummer oder aus dieser bekannten Kontaktdaten diese Adresse ab und damit die weiteren Daten, dann ist ja die Benutzung viel einfacher. Nur eine App auf dem Smartphone installieren oder irgendwo beim Thunderbird. Ja. Geister sind aktiv, ja. So. Dann kommen wir schon mal zu einem Beispiel. Also wie kann man sich das vorstellen? Es war jetzt alles ein bisschen trocken. Und ja, dann gibt es quasi zwei Sachen. Also einmal bei einem, das ist halt wirklich auf Domain-Name-Service-Ebene gedacht. Auch mit mehr, vielleicht noch mit weiteren Schnittstellen HTTP. Und da kennt man es ja auch, wenn man jetzt nur ein bisschen durchs Internet surft, braucht man glücklicherweise keinen Account, um irgendwie eine Namensauflösung zu haben oder um Webseiten anzuschauen. Und deshalb ist auch hier diese Zweiteilung. Man muss sich nirgends anmelden, wenn man das System nur passiv nutzen möchte. Also wenn ich von jemandem so eine Adresse bekomme und will den anrufen, dann brauche ich noch eine App installieren und diese Adresse eingeben und das funktioniert im Hintergrund ohne irgendwelche Verpflichtungen, ohne AGBs bestätigen, ohne irgendwas zu hinterlegen. Nur wenn ich selbst Daten in so einem System speichern will, habe ich ein bisschen mehr Aufwand. Und jetzt stellen wir uns das mal so vor, wir haben eine Kontaktliste im Smartphone und ja, dann haben wir den Namen dazu, wir haben die Nummer im Normalfall
Und jetzt kann man halt sich vorstellen, ja, in diese Kontaktliste kann man auch diese Smart-RNS-Adresse eintragen. Und dann funktioniert das wie bisher, einfach nur draufklicken, anrufen, drücken und dann passiert die ganze Kommunikation im Hintergrund. Und man kann sich auch vorstellen, dass man nicht nur so eine spezielle Adresse hier hat, sondern eine normale Domain auf das System weiterleitet oder dass man diesen Smart-RNS-Dienst selber hostet. Man kann auch sagen, wir nehmen eine E-Mail-Adresse, also die bekannte E-Mail-Adresse und machen diese Reverse-Auflösung im Hintergrund, dass man davon nichts mitbekommt. Klickt man so einen Namen an aus der Kontaktliste oder wenn es noch nicht in der Kontaktliste ist, wenn man so eine Smart-RNS-Adresse bekommen hat, tippe ich die einfach in die App ein, dann kommen ein paar Informationen dazu, was eben hinterlegt ist. Die Dekodierung erfolgt natürlich nur auf dem Client. Es wird nie irgendwie im Netz irgendwas Dekodiertes, Entschlüsseltes übertragen. Da habe ich halt die Möglichkeiten dann anzurufen, SMS schicken, E-Mail oder was auch immer oder zur Kontaktliste hinzufügen. So ist ungefähr die Überlegung. Also diese App in der Form ist jetzt noch nicht fertig. Das wird sich auch dann noch zeigen, was jetzt praktischer ist und was nicht. So, nochmal zur Reverse-Auflösung. Angenommen, ich bekomme einen Anruf, dann, wenn die Rufnummer nicht unterdrückt ist, wird die ja angezeigt und diese App, wenn sie aktiv ist, wird dann im Hintergrund automatisch diese Reverse-Auflösung durchführen und das, was derjenige als Reverse-Eintrag hinterlegt hat, diesen Namen wird es anzeigen. Also es ist nicht so, dass ich alles hinterlegen muss, sondern ich kann mir das raussuchen, welche Daten ich hinter einer Adresse hinterlegen will und ich kann mir auch raussuchen, ob ich überhaupt Reverse machen will und was ich da hinterlegen will. So. Als nächstes wäre der Teil mit Account, also wie ich das wenn ich selbst etwas speichern möchte. Aber kurz, hat jemand bis hierher eine Frage, irgendwas nicht verstanden oder so? Ja, du? Ja. Ja, ich wiederhole es dann einfach. Die Frage war, wie geht es mit dem Reverse, ganz knapp. Es ist natürlich dann nur so möglich, dass es quasi einen zentralen Server gibt als Überlegung. Und die Frage ist, woher kennt er das? Ja, das hat man dann einfach selber eingetragen. Also wer einen Account hat, kann sich raussuchen, was er da einträgt. Da kann auch was Falsches eintragen. Da komme ich dann nochmal drauf zurück, wie das dann wieder geklärt wird. Und es ist wirklich dann der eine zentrale Server, womit das möglich ist. Ich habe schon hin und her überlegt nach Strategien, wie man diese Reverse-Sache über Self-Hosting macht. Da bräuchte man ja irgendwo einen Einsprungpunkt, um dann quasi alle Server suchen zu können. Aber vorerst ist es so gedacht, dass wir quasi nur einen Server zur Verfügung stellen, der diese Reverse-Sache macht. War noch eine Frage gerade? Ja. Die Frage war jetzt mit dem Vertrauen entziehen, wenn ich jemanden alle meine Daten gegeben habe und dann soll das einfach nicht mehr haben. Das ist halt dann schwierig, weil einerseits übermittelte Daten, die derjenige dann hat, also Daten, die ich demjenigen. Okay, wenn man jetzt alles neu macht, also zum Beispiel umzieht, neue Telefonnummer und so weiter, wie löst man das dann auf? Dann gibt es halt eine Möglichkeit, und zwar arbeitet das mit Passwörtern. Also ich kann direkt Passwörter an diese Smart-RNS-Adresse anhängen und das sehe ich aber dann in dieser App nicht, aber in Wirklichkeit wird einfach das Passwort von rangehängt. Und die Verteilung dieser Passwörter erfolgt oder soll folgendermaßen erfolgen. Man schickt das einfach mit dem Public Key desjenigen verschlüsselt, den man Zugriff auf die Daten geben möchte.
Die Folge wäre dann, man müsste auch das Passwort ändern. Damit ist das eine neue Smart-RNS-Adresse. Und dann schicke ich halt jeden Bekannten, den ich quasi schon mal das Passwort geschickt habe, was ja damit auch registriert ist, das neue Passwort und dem alten, den ich nicht mehr vertraue, den schicke ich es einfach nicht zu. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde aber alles automatisch erfolgen, also relativ einfach. Da hinten noch? Ja. Genau. Genau. Also die Frage war jetzt, wenn jetzt ich zum Beispiel jemanden anders frage, gib mir mal die Adresse von dem, die private, dann kann ich ja dann auch einfach die ganz, also diese ja geheimen persönlichen Daten erhalten. Und genau da geht es wieder mit dieser Passwortsache. Denn ich habe dann zwar seine Adresse, aber wenn das so eine passwortgeschützte Adresse ist, habe ich diesen Passwortteil von ihm nicht. Das heißt, ich könnte nur auf die Daten zugreifen, die nicht passwortgeschützt sind und könnte das nutzen, um ihnen eine Anfrage zu schicken. Also das wäre zum Beispiel irgendeine öffentliche E-Mail-Adresse von ihm, die er da hinterlegen könnte oder vielleicht ein internes System von uns. Dann könnte ich ihm die Anfrage schicken, ja, kann ich das Passwort haben oder kann ich diese privaten Daten haben? Und wenn er dann ja sagt, kann er mir einfach dann sein per Knopfdruck dieses Passwort zuschicken, was dazu gehört. Wenn ich dann diese Adresse abrufe, dann funktioniert das. Also dann wird das Passwort aus meiner Passwortbrieftasche genommen, angehängt und der Abruf erfolgt. Okay. Noch weitere Fragen? Sonst gehe ich jetzt weiter dazu über, wie macht man einen Account, wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte selber Daten eintragen in dieser App, werde ich erstmal sowas Ähnliches sehen wie diesen Login-Bildschirm. Da werde ich nach einer Account-ID oder nach einem registrierten Namen gefragt. Das ist nicht diese Adresse, das ist ein bisschen was anderes, weil ich kann hinter einem Account ja mehrere dieser Adressen hinterlegen, nach einem Passwort. Es kann auch ein Passwort für einen entsprechenden Schlüssel sein, um eben höhere Sicherheit zu gewährleisten, kann ich ja einen längeren Schlüssel nach Public-Private-Key-Verfahren ablegen. Ich kann auch sagen, ich habe halt eine entsprechende Schlüsselkarte, irgendeine Smartcard, die mit RFID funktioniert, dass ich es nicht auf dem Handy oder Laptop hinterlegen muss. Weil es kann ja sein, dass das Gerät verloren geht und ich jemand anders dann drauf zugreifen kann auf meinen Account. Und wenn ich diesen Account habe, den ich natürlich vorher online registriert habe, vielleicht, wenn es ein kostenpflichtiger Server ist, dann auch bezahlt habe für die Eintragung, für den Speicherplatz, passiert Folgendes, dass ich werde nachher gefragt nach dem Login, ob ich entsprechende Daten aktualisieren möchte, also auf meinem Smartphone, wird das dann fragen, ja, die Telefonnummer, die in der SIM-Karte drin steht, soll ich die jetzt da eintragen? Und welche meiner Smart-RNS-Adressen möchte ich updaten damit? Und da bekomme ich natürlich auch das angezeigt, ja, das ist so eine mit so einem Passwort. Dann kann ich sagen, ja, die möchte ich updaten, die öffentliche zum Beispiel, oder eher die private möchte ich updaten, oder beide, kann das bestätigen. Und dann funktioniert das, ist es eingetragen. Da muss ich also nichts irgendwie in einem Webformular eintippen. Das ist halt das Wichtige an dem System. So, jetzt kommt noch eher ein technischer Teil. Nochmal zum Eintragen. Hat da jemand noch Fragen? Nicht weiter. So, jetzt ist ein bisschen was abgeschnitten hier unten. Das ist schade. Kurz so viel. Also man muss sich das mal so vorstellen.
Wir haben eine Datenbank, das ist eine DNS-Datenbank, das ist ein DNS-Server. Da erfolgt der Abruf folgendermaßen. Wir nutzen diese Klartext, Smart RNS-Adresse, da wird ein Hashwert gebildet an der Stelle und dieser Hashwert ist die Domain. Das zeige ich dann auf der nächsten Folie mal, wie das genauer aussieht. Und dann kommt halt einfach dieser verschlüsselte Eintrag, der wird auf dem Endgerät wieder entschlüsselt und angezeigt oder halt irgendwas damit gemacht. Zum Eintragen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte man das machen. Das muss man auch mit Rechteverwaltung ja irgendwie regeln, dass nur derjenige seine eigenen Daten ändern kann. Diese ganzen Schwierigkeiten, vielleicht auch die Weitergabe, jemand anders darf meine Daten ändern und so, wird auf jeden Fall so erfolgen. Ja, die Daten, die Klartextdaten werden eben so verschlüsselt mit diesen Klartext, mit dieser Klartext-Smart RNS-Adresse. Und jetzt habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, es gibt dieses NS-Update, um normale Domain-Name-Server mit neuen Daten zu versorgen. Ist wohl jetzt relativ neu, wird auch noch nicht so unterstützt. Und zusätzlich gehört für dieses sichere Update dieses RFC 2137 dazu, dass eben eine Signierung erfolgt, also dass ich wirklich derjenige bin, der darauf zugreifen darf. Ist alles noch so, wenn man jetzt einen fertigen Server benutzt, also zum Beispiel einen PowerDNS-Server, habe ich es jetzt gestern ausprobiert, kann man mit ein bisschen Fehlkonfiguration das Ganze schaffen, dass am Ende relativ viel Datenchaos entsteht. Also das muss man alles mal richtig umsetzen. Dann im Server wird halt die Rechteprüfung erfolgen, bin ich dafür, ist es mir erlaubt, diesen Datensatz zu ändern und das wird dann eingetragen. So, jetzt nochmal zur Client-Server-Kommunikation. Wie läuft das ab? Irgendwie muss man ja in das System reinkommen, weil nur ein Hashwert übertragen, das geht ja eigentlich nicht. Ich brauche ja trotzdem diese hierarchische Abstufung einer Domain. Und dann sehen wir mal ein Beispiel. public.stefan-helmert@team.smartrns.net wollen wir abfragen. Dann haben wir einen Client, den Server. Kommunikation erfolgt folgendermaßen. Der Client fragt jetzt team.smartrns.net ab, also das, was nach diesem Add-Zeichen steht. Und der Server ist ein, also es geht auch über das ganz normale Domain-Name-System, muss jetzt nicht diese spezielle IP-Adresse abrufen, sondern es wird jetzt entsprechend weitergeleitet oder die IP-Adresse zurückgegeben. Es ist jedenfalls so, man kann damit dann direkt den ersten TXT-Record abrufen und in diesem TXT-Record steht in Klartext die Codierung vom Inhalt von URL, also quasi eine Beschreibung, wie sind jetzt weitere Daten codiert oder wie erfolgt der weitere Ablauf. So, jetzt muss ich mal die Folie weiter, jetzt geht's. Und anschließend wird der Teil vor diesem Add verarbeitet und da ist auch wieder dieser hierarchische Effekt, also es wird immer wieder mit Punkt getrennt, wie es halt beim normalen Domain-Name-System ist. Und dann wird erst dieser Teil gehasht, wenn das entsprechend in der Konfiguration drinsteht und einfach von angehängt. Dann kommt wieder ein TXT-Record zurück vom DNS-Server und da stehen zum Beispiel Daten drin, wie diese Telefonnummer IP oder weitere Konfigurationsinformationen für diesen weiteren Teil an der Stelle und der wird dann als nächstes abgerufen. Damit habe ich halt so ein bisschen eine Flexibilität, dass ich Subdomains nochmal anders codieren kann, sich zum Beispiel weitergeben kann für Zugriffsmöglichkeiten, dass ich sagen kann, ja, das ist jetzt der Teil, der passwortgeschützt ist. Jetzt wird dann quasi der letzte Teil abgerufen und da stehen dann tatsächlich diese Daten verschlüsselt drin. So, nochmal ein bisschen übersichtlicher dargestellt, die Entschlüsselung. Also das ist jetzt nur der Abruf. Es wird quasi dieser Hashwert gebildet
der Abruf erfolgt, der kodierte Inhalt wird vom Server zurückgegeben und da in die Klartext-Domain ist der Schlüssel. So, und jetzt nochmal zu dieser Reverse-Sache, was gefragt wurde. Es gibt nämlich da ein kleines Problem. Und zwar kann es sein, dass die Namen mehrfach sind. Also ich trage ja dann quasi diese Telefonnummer ein von mir, also von der ich annehme, dass es meine ist. Und das kann ja der Server nicht überprüfen. Also könnte ich ja jetzt Phishing betreiben, indem ich einfach ganz viele Reverse-Einträge registriere von fremden Leuten. Die kriegen dann auf dem Handy, ja, die Nummer ruft mich gerade an und dann kommt plötzlich irgendeine andere Smart-RNS-Adresse zurück. Und der will über diese Smart-RNS-Adresse zurückrufen und landet zum Beispiel auf meiner kostenpflichtigen Service-Hotline oder sowas. Und dann muss man sich halt irgendwas überlegen, wie schützt man sich davor. Dann ist das System so aufgebaut, dass zum Beispiel eine User-ID fest übertragen wird. Also der Account, der dahinter liegt, ist, damit man quasi Missbrauch damit auch erkennen kann. Oder was halt auch noch wichtig ist, der Inhalt, also diese Smart-RNS-Adresse, die ich dahinter lege, kann ich ja nochmal signieren und dann müsste ich entsprechend das Zertifikat haben, wo der derjenige, der die Daten abruft, dann auch sehen kann, ja, das ist auch von dem eingetragen und nicht von irgendjemand anders, der das der die Daten abgreifen möchte. So, das ist auch noch was ich mir überlegt habe zum Zugriff. Das ist jetzt alles ziemlich wirr, oder sieht am Anfang ziemlich wirr aus. Es ist halt da gedacht, ein modulares System aufzubauen. Also wir haben die Zugriffsmöglichkeiten nicht nur über NS-Updates, sondern HTTP oder was man sich noch vorstellen kann. Also diese HTTP-REST-ABI, die jetzt in letzter Zeit häufig verwendet wird. Dann werden zum Beispiel alle Schreibzugriffe auf das System protokolliert. Mit dem Ziel, wenn jemand versucht, wenn irgendwas mal fehlerhaft ist, also meine App hat nicht richtig funktioniert, jemand hat versucht, das zu manipulieren, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Und wenn irgendwas an dem System nicht funktioniert hat, kann ich ja, wenn ich alle Schreibzugriffe auf diese Datenbank protokolliere, nachhinein das alles wieder reparieren, falls mal irgendwas schief geht. Dann erfolgt erst nachdem das Ganze protokolliert ist, die Überprüfung, ist dieser Schreibzugriff zulässig. Und erst wenn das bestätigt wurde, wird das Ganze in diese Datenbank eingetragen und kann dann abgerufen werden. Dann soll in das System noch eine Fehlerüberprüfung drin sein, also eine Status-Report, Fehlerreport. Die rechte Überprüfung, also ich muss ja auch noch das System administrieren können, also sagen können, ja, der Kunde oder der neue Nutzer hat jetzt diese Berechtigung, auch darauf zuzugreifen und diese Smart-RNS-Adresse ändern zu können. Das wird dann wieder als extra Modul in diesem modularen System eingebaut. Also ist nur der Hintergrund dazu. So, ich habe mal halt immer... überlegt, ja, kann man das irgendwie finanzieren? Ich bin mir halt jetzt unsicher, gerade dieser Reverse-Server-Betrieb könnte man zum Beispiel sagen, ja, 1 Euro pro Jahr oder was auch immer für diese Hosting-Leistung beziehungsweise das Angebot einfach so eines Server, dieses Smart-RNS-Server-Hostings, kostet halt 1 Euro pro Jahr oder ja, Self-Hosting soll auch möglich sein, weil es ist ja schon sonst unsicher, man hat einen zentralen Dienst und da ändert sich was. Und beim Self-Hosting könnte man sagen, ja, okay, die App, die ist halt Open Source auf dem Smartphone. Das ist halt wichtig, dass man auch nachprüfen kann, ist das jetzt okay oder ist da irgendwas Verstecktes drin oder ich kann es auch anpassen, wenn es Open Source ist. Aber wenn Sie mal zum Beispiel aus dem Android Play Store oder was direkt installiert, da zahlt er halt 99 Cent oder irgendwas. Wer sagt, ich mache mir den Aufwand, da lädt es einfach runter und kompiliert es selber und dann geht es auch kostenlos.
dass halt dann jemand, der sich auch ein bisschen intensiver damit beschäftigen möchte, wird, der bekommt es halt geschenkt. Das ist halt immer so eine Sache, das ist viel Aufwand, so viele Apps zu machen, gerade für Android und dann für iOS und für alles, was aktuell neu kommt, neue Betriebssysteme. Es wäre halt schade, wenn das Projekt von vielen Leuten interessant gefunden wird und am Ende funktioniert es nicht, weil einfach die Ressourcen nicht da sind, um es umzusetzen. So. Ansonsten noch weitere Fragen zu dem System? Kein weiter. Ach so, ausprobieren kann man es. Die Frage war, kann man es ausprobieren? Ja, es gibt jetzt so einen schon die Möglichkeit, dieses Programm zu testen. Das ist aber ein Prototyp. Und zwar habe ich auf der Webseite smartrns.net hier oben noch den Link zu GitHub. Und da habe ich nochmal als Deep Link dieses das Programm selber, also das läuft direkt unter Linux, ist wahrscheinlich jetzt eine 64-Bit-Binary geworden. Die kann man einfach runterladen und dann sollten alle Bibliotheken statisch drin sein, sollte also ohne Abhängigkeiten funktionieren. Wenn man das Programm dann hat, kann man das direkt auf Kommandozeile aufrufen. Da kommt erstmal eine kurze Information, wie es zu verwenden ist. Also welche Optionen ich angeben kann. Und da reicht es schon, wenn ich danach als Argument diese SmartRNS-Adresse hinschreibe. Nehmen wir wieder diese public.stefan-helmert@smartrns.net. Und mit etwas Glück werden tatsächlich die Daten angezeigt. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie gefaked, sondern das erfolgt wirklich diese Entschlüsselung dann. Und hier sehen wir, haben zum Beispiel drei Einträge von verschiedenen Typen. Einmal auf dem Typ Phone, da sind halt Ländervorwahl, normale Vorwahl, dann die Telefonnummer, noch ein paar Zusatzinformationen dazu. Dann gibt es noch eine Chapter-Adresse da drin, eine E-Mail-Adresse. Und wer sich halt technisch ein bisschen interessiert dafür, der kann mal diese Option V, R, S und C angeben. Es war nochmal hier oben erklärt, was das alles bedeutet. Und dann sieht man die ganzen internen Abläufe, also was das nacheinander abruft. Und dann geht es eben los wieder, wirklich wie wir vorhin auf den Folien gesehen haben, mit diesem Teil rechts von dem Add. Die Konfigurationsdaten, die Daten werden dann intern nochmal dekodiert. Dann wird der nächste Request abgesetzt mit dem gehashten Teil. Wieder die Konfigurationsdaten werden zurückgegeben. Dann wird der letzte Abruf gemacht. Dann kommen tatsächlich mal Inhaltsdaten. Diese werden dann nochmal als Key Value angezeigt. Und ganz am Ende kommt halt der Teil wieder zurück, den wir vorhin gesehen haben. Schreiben kann man auch. Und da war ja vorhin nochmal ein Beispiel gleich an der Hilfe angegeben, wie das funktioniert. Da geben wir die Option W an und danach den Inhalt. Mal sehen, ob das jetzt gleich auf Anhieb klappt. Was tragen wir mal ein für eine Adresse? Machen wir mal my example name und Typ E-Mail my example E-Mail. Mal schauen. Ach. Ich muss noch bin noch den richtigen Pfad angeben. So, jetzt hat es erstmal reagiert
Und jetzt schauen wir mal, ob wir das abrufen können. Also zum Eintragen, das ist jetzt noch nicht so weit, dass es einfach verwendbar ist. Das ist ja nur ein Prototyp. Gucken, es wird noch nicht richtig angezeigt. Nehmen wir mal einen alten Eintrag. Ist noch ein Fehler. Also ich habe schon mal einiges probiert. Nehmen wir den hier mal. Da ging es sofort mit den Eintragen letztens. Und das sieht man auch zum Beispiel diese neuen Einträge. Also man kann das jetzt direkt ausprobieren ohne irgendeinem Account. Also wer will, kann das mal runterladen, mal gucken, ob es funktioniert. Und zum Überprüfen, ob es das eingetragen hat, hatte ich ja noch ein paar Debug-Ausgaben für den Server vorbereitet. Da werden die Logs angezeigt, also was wird der Reihe nach oder was wurde der Reihe nach eingetragen und wie sieht die Datenbank intern aus. Also es ist halt so eine Spielerei, wer mal schauen will, was da im Hintergrund ist. Und ja, dieser Updater, also das Programm, was wir gerade gesehen haben, das ist halt auf GitHub. smartrns.net und dann einfach mal durchgucken. So. Also die Frage war noch ein Server. Es gibt momentan, also der ist momentan so ein bisschen in Entwicklung. Es gibt momentan den PowerDNS-Server und da ist eine PostgreSQL-Datenbank im Hintergrund. Und der eigentliche von mir geschriebene Teil ist noch ein Perl-Skript, ist alles nicht so performant. Und das ist quasi der Teil, den wir jetzt gesehen haben zum Eintragen. Das ist noch nicht veröffentlicht. Ich mache es mal noch ein bisschen schöner und veröffentliche das. Das Ziel ist aber dann wirklich zu schauen, dass wir über eines Update gehen, über die entsprechende HTTP-Schnittstellen. Es muss noch diese rechte Verwaltung im Hintergrund eingebaut werden. Also das ist jetzt mehr so eine Art Prototyp, daher noch nicht veröffentlicht. Ich werde es vielleicht mal veröffentlichen. Ich wollte halt eher mal schauen, wo schon was Fertiges da ist, dass wir das dann zusammenbauen. Momentan ist auch noch die Überlegung, den Server performanter zu machen, also PowerDNS zu ersetzen gegen was Eigenes, weil dieser PowerDNS-Server ein Problem hat, wenn in der Datenbank Einträge drinstehen, die man nicht mal unbedingt benutzt, also einfach nur, wenn die groß ist, da wird das sehr langsam. Und als zentraler Server wäre das schwierig, das geht dann wieder nur, wenn man Self-Hosting betreibt. Also für diese Reverse-Abfrage würde ich wahrscheinlich so ein eigenes System dann bauen und ob das dann veröffentlicht wird, da bin ich mir noch unsicher, aber der andere Teil, den werde ich wahrscheinlich bald veröffentlichen. Also das werde ich dann auch auf die Webseite schreiben, wenn ich das mache. So, noch was? Ja, dann, wer es ausprobieren will, geht einfach mal auf die Seite, guckt mal und dann. Ich bin dann nachher auch noch eine Weile da. Wer dann nachher noch so Fragen hat, kann ja noch mal mitdiskutieren. Oder wer noch Anregungen hat, vielleicht eigene Ideen, was man realisieren möchte. So. Dann mache ich mal die Bühne frei.